Hey, der Elias hier und in diesem Video möchte ich dir erzählen, was meine Veränderungen waren und sind auf dem Weg zu meiner inneren Wahrheit, zu meinem wahren Selbst. Ich bin jetzt mittlerweile 8 Jahre bewusst auf diesem Weg der Selbsterforschung und Selbstentdeckung. Ich hatte damals eine große Sehnsucht zu erfahren, wer ich selbst wirklich bin und über die Jahre hinweg immer neue Erkenntnisse und Erfahrungen gesammelt. Und möchte dir hier erzählen, was verändert sich denn eigentlich konkret, wenn man sein wahres Selbst erkennt und lebt? Dazu möchte ich dir nach diesen 8 Jahren jetzt mal so einen Zwischenstand vermitteln, was sich bei mir alles eingestellt hat, ja, was neu hinzugekommen ist im Leben. Das sind 17 Punkte, darauf gehe ich gleich ein. Und in einem anderen Video habe ich mit 21 Punkten geschrieben, was alles weggefallen ist. Das kannst du dir dann noch separat ansehen. So, fangen wir an. Erstens, im gegenwärtigen Moment sein. Ja. Also die Gedanken sind nicht mehr die Machthaber, immer die Gedanken an Vergangenheit, Zukunft, Grübeln und Zweifeln existiert nicht mehr. So, ich bin also hier im gegenwärtigen Moment, ich nehme das Leben aus dem gegenwärtigen Moment war und nicht aus der illusionären Sichtweise der Gedanken. Das ist also eine der größten Veränderungen, die natürlich auch für sehr viel Entspannung sorgen. So, ich bin nicht getrieben, etwas tun zu müssen, sondern kann auch einfach nur sein. Zweitens, das Leben fühlt sich lebendiger an. Ja, nicht nur, weil ich nicht mehr im Kopf bin, sondern vor allen Dingen, weil ich die Verbindung zum Körper und zu den Gefühlen habe und ja, die Lebendigkeit wahrnehmen kann. Ich meine, früher war ich halt die ganze Zeit im Kopf und das ist ein ziemlich lebloser Ort und da werden die Gefühle auf künstliche Art und Weise erzeugt und im Hier und Jetzt erlebe ich die Gefühle unmittelbar als eine reale Erfahrung. Und dadurch geht viel mehr Lebendigkeit einher. So viele Menschen, so wie ich damals auch, fehlt dann der Sinn im Leben, weil sie diese Verbundenheit zur Lebendigkeit nicht haben, wegen dem permanenten Denken. Drittens, tieferes Fühlen ohne Angst. Ich muss sagen, ich hatte damals eine intensive Angst vor meinen Gefühlen, vor Traurigkeit. Ich wollte das weghaben, vor dem Gefühl von Hilflosigkeit, auch vor Angst, also die Angst vor der Angst und Scham. Unmöglich, Scham zu fühlen und zuzugeben, dass man Fehler gemacht hat und solche Dinge. Das hat sich heute auch Gott sei Dank verändert, dass ich nicht mehr vor meinen Gefühlen flüchten muss, sondern ich eben auch weiß, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen kann, auf eine bewusste Art und Weise. Viertens, das Vertrauen in das Leben. Ja. Früher, als ich die ganze Zeit im Kopf war, habe ich gedacht, ich muss kämpfen, ich muss für mich sorgen, ich muss mich beschützen und ja, auf der Grundlage eben, dass ich dem Leben nicht vertrauen kann, auch nicht den Menschen, die ein Teil des Lebens sind. Und ja, das hat sich auch intensivst verändert und ich hatte auch eine spirituelle Reise, wo ich nichts geplant habe, um zu testen, ob ich dem Leben vertrauen kann. Das hat alles wunderbar funktioniert. Und heute ist also das Vertrauen da, weil das Vertrauen in mich da ist. So ich und das Leben. Ja, wir sind sozusagen eins und alles, was ich im Leben widerfahre, ist nur eine Spiegelung meiner selbst. So, und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich dem Leben viel besser vertrauen, auch wenn ich den tieferen Ort in mir entdecke und damit verbunden bin. Fünftens, die Gedanken sind durchweg positiv und bestehen aus kreativen Ideen. Ja, also es gibt nicht mehr den inneren Kritiker, es gibt auch keine negativen Gedanken mehr, die mir irgendwie alles schlecht reden wollen, sondern
Wenn Gedanken auftauchen, sind sie irgendwie ein konstruktiver Teil meines Lebens. Ich bin ja selbstständig und da kommen Ideen für Projekte, da kommen Lösungen für Probleme oder Herausforderungen, die es zu lösen gibt. Und das Denken nimmt also seinen Platz ein. Ja, also nicht, dass ich der Sklave meiner Gedanken bin, wie früher, sondern dass das Denken mir hilft. Denn genauso soll es sein. Das Denken ist ein Werkzeug. Sechstens, intensiveres Glücklichsein und Entspannung. Na, wenn die ganzen negativen Gedanken wegfallen, dann taucht natürlich auch ein beständigeres Gefühl von Glücklichsein und einfach nur Sein auf und Entspannung, ne, weil man nicht ständig in so einer Angstmatrix lebt und ständig lauert, wo kommt die nächste Gefahr, da spannt sich der Körper an und hier kann ich mich also auch viel besser entspannen. Siebtens, 100% Präsenz im Alltag. So, das ist ein Kernkriterium dieses Aufwachens, dass ich weiß, was passiert. Ich weiß, was ich denke. Ich weiß, was ich im Körper spüre. Ich weiß, was ich fühle. So, und das gibt mir die Möglichkeit, bewusst mit den Dingen umzugehen. Wenn ich diese Bewusstheit nicht habe, dann machen die Gefühle und die Gedanken entwickelt dann ein Eigenleben und verbunden mit dem Ego führt das eben zu nichts Gutem, was mir dient, sondern der Weg ist, die Dinge bewusst wahrzunehmen, bewusst damit umzugehen, sodass sie im Einklang mit einem selbst sich lösen können oder sich entwickeln können oder wegfallen können, wenn man sie einfach nicht braucht. Ja? Die meisten der Gedanken brauchen wir nicht im unerwachten Zustand. Achtens, positives Mindset wird zum Kinderspiel. Also die Gedanken an sich sind einfach nicht die Wahrheit und entscheidend ist, wie ich die Welt sehen möchte. Wenn ich sie positiv sehen möchte, kann ich das. Und wenn ich sie negativ sehen möchte, kann ich das auch. Also das Mindset ist entscheidend und je nachdem, wohin es mich zieht im Leben, welche Wünsche und Bedürfnisse auftreten, was ich verwirklichen und manifestieren möchte, kann ich also die passenden Gedanken dazu einfach erzeugen, beziehungsweise durch das Erkennen meiner inneren Liebe und einfach das Bewusstsein, was da ist und dem Verbundensein mit der eigenen Wahrheit, ziehe ich sowieso dann auch nur positive Dinge in mein Leben. Ne? Neuntens, ich bin mit der Intuition verbunden. Wie ich schon mal angedeutet habe, ich muss das Leben nicht mehr kontrollieren und einen bestimmten Zweck verfolgen, sondern ich gebe mich hin, sozusagen. Ich gebe mich dieser Lebensführung hin. Da gibt es eine universelle Intelligenz des Lebens, die auch mich durch das Leben führt. Und ich bin also mehr zu dem Zuhörer geworden, wohin mich diese gefühlte Stimme führen möchte, die Stimme der Richtigkeit und Stimmigkeit und dem einfach vertrauen und das Leben lebt sich von selbst. Zehntens, Intuition ist die hauptsächliche Entscheidungsgrundlage und der Kopf setzt nur noch um. Ja? Also hier ist ein Shift passiert, dass ich nicht mehr mich von den Gedanken steuern lasse, sondern ich lasse mich führen, gucken, wohin führt mich auf liebevolle Art und Weise meine Intuition. Das ist eine ganz sanfte Stimme, ganz liebevoll. Ist auch nicht so laut wie der Kopf, da muss man schon genau hinhören lernen. Und der Kopf, wie gesagt, nimmt seinen Platz ein, ist für die Umsetzung verantwortlich, für die Logik, für die Planung, für die Organisation der eigenen Pläne. 11. Ich kann Liebe fühlen und weiß nun, was das ist. Früher war ich halt ganz Zeit im Kopf und der Kopf hat keine Ahnung, was Liebe ist. Er hat auch keine Ahnung von Gefühlen. Das ist eine ganz andere Ebene.
der eigenen Erfahrung. Und es ist schön, den Körper zu spüren und wirklich auch hier im Herzen dann auch diese Wärme zu fühlen. Und wie gesagt, das wirkt sich auch auf die Gedanken aus. Also das ist ja letztlich alles eins. Und das ganze Wesen wird offener, wird liebevoller, sanftmütiger. So, zwölftens. Ich kann Gedanken stoppen, verändern und steuern. So, ne? Ist ein bisschen verbunden mit dem achten Punkt, dem Mindset. So, falls nochmal negative Gedanken auftauchen sollten oder Bewertungen, was hin und wieder noch passiert, das heißt, ich bin da auch nicht am Ende des Weges, dann kriege ich das zumindest mit. So, und in dem Moment kann ich es dann auch wieder fallen lassen und auch liebevoll umarmen, wenn da noch irgendwas auftauchen sollte. Oder ich verändere es, so wie es sich für mich eben richtig und stimmig anfühlt, so wie ich mein Leben gestalten möchte, ja, auch wenn da kein wirklicher Gestalter ist, sondern ich folge dem Gefühl des Herzens. 13. Intensivere Wahrnehmung von Innen- und Außenwelt. Das heißt, ich bekomme sehr viel mehr mit, ne? Vor allen Dingen jetzt in der Innenwelt, durch die Welt des Körpers, der neu hinzugekommen ist, als Wahrnehmung. Und die Welt der Gefühle, was ja auch nochmal ein ganz neues Universum ist, wenn man vorher die ganze Zeit nur im Kopf war. Das heißt, da fehlt einem etwas, hat auch mir etwas gefehlt, Lebendigkeit und Erfüllung. Und diese Lücke wird geschlossen durch die Verbindung mit dem Körper und den Gefühlen. Aber nicht nur im Innern, sondern auch im Außen wird sich die Wahrnehmung ausweiten. Man kriegt also viel mehr Details mit. Viele neue Dinge, wunderschöne Dinge werden einem auffallen. Und ein Beispiel zum Beispiel, man sieht eine Katze in der Sonne, wie sie sich bewegt. Und allein dieser Anblick schenkt einem Freude. Oder der Spatz putzt sich in einer Pfütze und man guckt einfach nur zu. So, man entdeckt das Wunder des Lebens und die Schönheit des Lebens. So, die Wahrnehmung breitet sich für all diese Dinge aus. 14. Verbunden mit dem großen Ganzen. Früher waren meine Ziele so eher ego-basiert und auf den eigenen Vorteil bedacht, auf meinen Ruf, auf meine Sicherheit in Form von Finanzen und so weiter, auf berufliche Erfolge. Und jetzt ist es mir eigentlich nur noch wichtig, die Liebe in die Welt zu bringen. Ja, das ist so mein größtes Ziel. Ich fühle mich verbunden mit allem, was existiert. Das hat damals auch begonnen mit dem Schritt zur vegetarischen Ernährung. Auf einmal, ja, habe ich Mitgefühl entwickelt für die Wesen und ja, auch vor allen Dingen auch mit der Natur, die uns ernährt, Mutter Erde, von der wir schlussendlich leben und auf der unser Essen wächst. Und es liegt mir am Herzen, dass die Menschen liebevoller damit umgehen. Und dafür ist es notwendig, dass die Menschen liebevoller mit sich umgehen. Dann entdecken sie auch automatisch die Verbindung zur Natur und allem, was eben lebt im Universum. 15. Ich kann still sein, muss nichts tun und kann mich damit gut fühlen. Das ist eine schöne Übung, wenn du mal überprüfen möchtest, wo du stehst. So, setz dich einfach in dein Zimmer ohne jegliche Ablenkung oder in den Wald ohne jegliche Ablenkung. Keine Musik, kein Buch, nichts. Und schaust einfach nur, was es mit dir macht. Wenn die Verbindung da ist zum Körper, zu den Gefühlen und wenn du im Hier und Jetzt bist und wenn du vom Denken loslassen kannst, ja, weil das Denken an sich ja auch eine Form von Sucht ist, dann ist der augenblickliche Moment erfüllend. So, aus diesem Moment muss nichts passieren. Du bist nicht getrieben, etwas zu tun, aber die Dinge können natürlich passieren. Du kannst Dinge tun, wenn du willst. 16. Das Leben geschieht von selbst. Es fließt durch mich.
Ja, das hat auch stark damit zu tun, dass ich die Kontrolle eben loslasse über das Leben und meine, ich muss jetzt mein Leben auf eine gewisse Art und Weise managen, sondern ich bin verbunden so mit dem universellen Lebensfluss, der auch durch mich durchfließt und dem vertraue ich einfach und dann geschehen die Dinge durch mich, die geschehen sollen. Und ja, dafür tue ich mein Bestes, das dann auch umzusetzen, weil ich spüre auch im Inneren ein Interesse daran, so, das dann auch umzusetzen. Ich sehe auch den Sinn in dem Moment und die Begeisterung dafür. 17. Ich sehe die Dinge, wie sie wirklich sind. Ja, wenn man anfängt, sein wahres Selbst zu erkennen, dann beginnt man auch die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Weil wir müssen uns ja nochmal verdeutlichen, im schlafenden Zustand, ja, wenn wir Tag ein, Tag aus in der Welt der Gedanken sind, dann etikettieren wir alles, wir labeln alles, wir müssen alles gedanklich einsortieren in irgendeine Schublade. Wir schauen einen Baum an und sagen, ja, das ist eine Birke und die Birke hat diese Eigenschaften X, Y, Z. Aber wir können das Wesen des Baumes nicht erfahren, weil wir auf der Ebene des Denkens sind, der Information, leblose Information. Informationen sind leblos, solange sie nur auf der Ebene der Gedanken sind. Und die Wahrheit des Lebens, die allumfassendere Wahrheit, ja, dass wir eben auch das Leben auf gefühlsmäßiger Verbindung erfahren können. Das eröffnet sich also, wenn wir das Reich des Denkens verlassen. So, und dann beginnen wir auch die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Ist auch eine schöne Übung für dich. Setz dich vor einen Baum, vor eine Blume oder irgendeinen anderen Gegenstand und versuch das Wesen des Gegenstandes zu erahnen, zu erfühlen, zu erspüren. Und nimm deine Gedanken wahr, wie du es vielleicht dazu neigst, es zu etikettieren und einzuordnen, zu benennen. Und lass davon ab und versuch es auf gefühlsmäßiger Ebene zu erfahren. Das ist besonders gut Menschen gegenüber oder auch Tieren gegenüber, Lebewesen, die lebendiger sind, gegenüber. Da entsteht dann eine wunderbare Verbindung und das Wahrgenommene nimmt das auch wahr. Ja. Ja, dabei wünsche ich dir erstmal viel Erfolg. Und zusammenfassend gesagt kann ich hier mitteilen, dass einfach mehr Entspannung und Stille in das eigene Leben kommt, mehr Klarheit, mehr Vertrauen, dass ich also auch weiß, was ich wirklich will. Ich kann besser für mich sorgen. Ich verstehe mich als Mensch viel besser. Mit meinen Bedürfnissen, wenn die auftauchen, ja, dann kann ich konstruktiv damit umgehen und einfach für mich selbst sorgen. Wenn du auch Lust dazu hast, dein wahres Selbst in Erfahrung zu bringen, zu verwirklichen, zu erfahren, wer du selbst wirklich bist, wenn du diese Einfachheit des Lebens erfahren möchtest, dann unterstütze ich dich gerne. Melde dich dafür auf eliasfischer.de für ein kostenloses Erstgespräch und dann können wir über Einzelheiten reden. So, in diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute, mach's gut.